Schönen guten zurück hier mit einer Runde Punch Club. Ja, jetzt will ich mal hier die 5 Minuten, die wir noch haben, will ich noch eben hier ein bisschen auffüllen, weil wir ja so wieder, da jetzt sind wir wieder auf 10, ne? Das ist so ärgerlich. Das ist die Kacke, wir haben uns das so lange hart erarbeitet und dann verlierst du diese komischen Bandenkriege da. Und dann hast du natürlich keine Belohnung und wenn du keine Belohnung hast, musst du wieder irgendeinen anderen Scheiß machen, damit du halt vorwärts kommst. Und dadurch geht dir ordentlich Training flöten. Und deswegen kacken wir hier ganz gut ab. Aber dieser, man muss halt wirklich, habe ich festgestellt, scheinbar war das Problem oder ist es das Problem, dass ich mich so schnell festgelegt habe, auf eine Sache sofort durchgezogen habe, dass ich so schnell wie möglich da irgendwo ankomme. Man muss halt wirklich zusehen, dass man so ein bisschen ausgewogener ist, ja, auch mit den Skills. Jetzt seht ihr ja zum Beispiel, wenn ich jetzt, kann ich ja nicht mal eben schnell meinen super Block da bekommen, den ich durchaus brauche, so wie es aussieht. Weil der wird schon helfen, das seht ihr jetzt hier, diese ausgewogenen Sachen, das muss man einfach haben hier. Ich meine, das haben wir alles gemacht, aber hier haben wir dann irgendwann aufgehört und sind dann nur noch schnell auf diese Richtung gegangen. Das ist natürlich auch gut, wenn man die anderen Sachen alle hat. Ich glaube, da sollte man mehr Wert drauf legen. Also wenn ihr das irgendwie auch spielt, dann legt Wert darauf, dass ihr dann nicht so schnell wie möglich da hinten ankommt, sondern wirklich so ein bisschen ausgewogen seid, damit ihr auch die anderen Wege da den einen oder anderen Skill freischalten könnt. Das kann wirklich nur helfen, glaube ich. Echt, ey. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube wirklich, das war ein Fehler. Ich glaube so sehr, das war ein Fehler. Ich glaube echt, das war also jetzt auf zu jammern. Ja, okay. Also, das ist halt wirklich scheiße, glaube ich. Und deswegen schaffe ich meine 200 unter 200 Tage. Schaffe ich nicht wahrscheinlich. So wie es jetzt hier aussieht. Ich meine, ich hoffe es zwar immer noch irgendwie, dass man das so eben hinbekommen könnte. Das wäre schon geil. Aber, ne, wie gesagt, so bla 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 bla. So. Und dann musst du natürlich zusehen, dass du deine Punkte hier bekommst. Und deswegen glaube ich, dass wir es nicht schaffen in der Zeit. Genau, deswegen. Weil wir jetzt so viele Punkte brauchen, die wir nicht wieder reinholen können. Ne? Die hätten wir woanders natürlich ganz schnell reinholen können. Schon eher halt, ne? Haben wir hier jetzt sind wir hier gelaufen? Oder was? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht so richtig, ne? Du hast schon wieder Hunger, Digga. Dann ess mal was. Da liegt doch eine Pizza hier. Guck mal da. Mann, oh Mann, oh Mann. Und Adrian müssten wir natürlich auch nochmal anquatschen hier wegen, Bunga Bunga. Sag ich mal so. Die gute Adrian. Sollen wir es mal eben machen? Nein, der geht uns das verlöten. Ich weiß nicht mehr, was bringt. Das bringt auch Trainingsdings, ne, glaube ich. Ja. Hätte, also ist es von Vorteil. Aber ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt scheißegal. Und deswegen werde ich jetzt mal einfach wild drauf los trainieren und hoffen, dass da was bei rumkommen tut. Und ansonsten würde ich fast behaupten, wir werden uns nochmal in so einen Bandenkrieg hineinbegeben. Es müsste doch demnächst jetzt der zweite Tag, oder ist schon, ich weiß gar nicht, der zweite Tag rum sein. Komm, ja, gib ihm und dann ja, Stärke, ne? Also man muss die anderen Skills auch hochbringen, damit die halt nicht so weit fallen, oder? Was nützt es mir, wenn ich den jetzt 20 Stärke hätte und kein bisschen Geschicklichkeit oder so gut wie keine Geschicklichkeit und auch noch weniger Ausdauer, ne? Was dann immer wieder runterfallen würde auf irgendwie, was weiß ich, ne? Das wäre doch echt scheiße, oder? Das bringt mir doch nichts. Wir hauen uns mal eine Stunde aufs Ohr. Hier liegen überall Pizzaschachteln rum. Ist wohl gern gesehen, wie Pizza, Pizza. Wunderbar. Ich meine, ich esse auch sehr gerne Pizza. Also, äußerst gerne. Lohnt es sich noch hier zu quatschen mit Adrian? Wir müssen ja ein Geschenk kaufen für 150 Dollar. Dann ist es nämlich süß. Oh, ich bin so süß. Ja, ich weiß. Komm, wir plaudern ein bisschen. Ich plaudere mal bis hier so viertel vor. Mal gucken, ob das klappt. Ob das klappt. Oder ich komm, wir plaudern bis 10 vor, Adrian. Aber dann muss Schluss sein. Jetzt hast du auch noch Hunger. Ja, gut, dann verlieben wir uns jetzt.
Oh, süß. Ja, du bist mir so wichtig. Natürlich werde ich immer Zeit für dich haben, du. Wir sind verliebt und wir essen mal was. So schnell wie wir hier fressen, können die gar nicht nachkochen. Aber wir können ja noch mal einkaufen gehen demnächst. At the next time. Oder sollen wir es jetzt machen? Wir hätten ja mal ganz kurz Zeit, ne? Wir latschen mal zum Buch, zum Dings. Das ist eine Stunde, haben wir locker. Heute habe ich keine Bösewichte. Das ist nett von dir. Das ist so schön. Ja, Entschuldigung. Tiefkühlpizza habe ich 11 Stück zu Hause. So, hier, ne, da. Wo denn du? Ins Gangfahrstock. Zack. So, Adrian haben wir schon abgefertigt. Ja. Gefuttert haben wir auch schon. Was mache ich da? Und hier können wir nach Harry gehen. Harry, my friend. Bist du etwa Harry? Also, ne? $500 für ein Pokerspiel, dann hätte ich 375 Kollegas, aber hier verdiene ich die besser einfach, ne? Ich klatsch dich weg, Kollege. Und außerdem kriegen wir jetzt, wenn wir da weiterkommen, 30 Punkte. Das heißt, wir können einen neuen Skill erwerben. Ist das nicht toll? Und diese verdammten Skills, die brauchen wir. Unbedingt. Sonst gibt es kein Weiterkommen für uns. Jawohl. Jetzt schmier ihn doch weg, Mann. Was ist denn da los? Warum dauert denn das so lange? Warum brauchst du denn 2 Runden für den? Ist doch ein Lutscher. Warum habe ich den Slugger hier drin, ne? Eigentlich habe ich den nicht rausgenommen. Eigentlich scheinbar nicht, ne? Taktik, die auf Oberkraft basiert. Ich nehme das jetzt mal raus und tu mal. Geht nicht. Scheiße. Gar nichts. Wieso nicht? Ich will aber. Tja, dann geht's wohl nicht anders. Wie? Schade, ich dachte, man könnte den ersetzen durch einen anderen Skill. Das wäre natürlich cool. Dann bescheißen die doch auch hier dauernd, oder? Die bescheißen sowas von hier. Guck mal, hier hat den harten Block. Also einen Vorhang hat der, okay. Den haben wir, glaube ich, auch nicht. Wir fahren fort und kommen nicht wieder. So, Klaus, wenn du mir schon auf den Sack gehst, ne? Dann tue ich dich aber aus dem Leben klatschen, du. Pass mal auf da. Das musst du dir noch vorher einfangen, die Kacke, ne? 190. Letztes Mal hatten wir 200 noch was. Nach dem Kampf. Nach diesem Kampf. Wird es ein bisschen anders aussehen? Tak, tak, tick, tock, ding, dong, buff. Wieso 5? Wieso kriege ich Schaden bei dem? Ich verstehe es nicht. Der hat überhaupt kein Dings, was hier Schaden macht. Darf sie jammern. Verstehe ich nicht. Denn wir machen überhaupt keinen. Also der macht. Haben wir jetzt wirklich so viel? Ich habe nicht aufgepasst, natürlich. Ne, ist ja klar. Ach so, einen Kampf müssen wir eh noch machen. Alles klar. 104, ne? Das hatten wir nach dem sonst hier. Ne? Was ist denn da schon wieder los? Hat er einen neuen Skill bekommen? Der andere? Der wird hart, ne? Der wird auch hart, wenn wir da nicht ordentlich zuhauen, du. Wenn wir mit einem Schlag mal so 100 machen würden, wäre auch schön. Dann bräuchten wir nur zweimal treffen, ne? Also, bei dem jetzt hier meine ich, ne? Ist klar. Komm, jetzt stratz ihn weg. Was ist denn da los? Warum dauert das immer so lange, du? Alles muss man selber machen. Jetzt macht. Macht doch. Alter. Wenn du mich hier verarschen willst, ne? Dann gibt's das vor die Nuss. Da legst du die nieder. So, wir fahren nicht fort, um Gottes Willen. Wir werden natürlich schön hier den Preis nehmen und uns mal gucken, was wir hier kaufen. Wir kaufen. Ich kaufe sowieso wieder nicht das hier, ne? Wisst ihr ja. Mit diesen Sneakers, hallo, könntest du stundenlang rennen. Du erhältst bei 15% mehr Ausdauer bei Training. Also man sollte sich auf 2 Wege festlegen, würde ich mal einfach so behaupten. Auf 2. 2 wäre gut, glaube ich. Weg der Schildkröte in dem Fall hier. Und den halt mit Geschick und dann nochmal einen von den beiden. Ich muss jetzt den Weg der Schildkröte freischalten, ne? Das möchte ich gerne, damit ich hier eine Kopfnuss kriege. Dass ich den hier kriege, den will ich haben. Ne? Unbedingt, den will ich so unbedingt haben. Also den will ich so gerne haben. Den will ich haben. So, hier, zack, peng. Da ist die Schildkröte. Ach, muss ich ja. Nein, oh, verdammte Scheiße, warum? Ich vergesse das immer, ne? Ich bin so doof. Schon mal.
So, hier komme ich auf direktem Wege jetzt zum zum Erfolg. Ich hoffe ich. Was haben wir da gekauft überhaupt? Wir haben jetzt gerade gekauft. Das Falsche, ne? Gute Schuhe haben wir gekauft. Wir kriegen mehr Training beim Ausdauer. Wir kriegen mehr Ausdauer beim Training. So heißt das. Oh Mann! Egal, komm hier ran jetzt an den Möhren, du. Was sind denn hier? Da zack, auf den Reifen geklopft. Wunderbar machst du das. Ich bin so ein bisschen angenervt gerade, weil das nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt hatte, ne? Ich hab's selber versaut. Tut mir very leid. Ich glaube, da müssen wir jetzt alle durch. Also ich sowieso und ihr nicht unbedingt, wenn ihr nicht wollt, aber... Naja, kein Aber. So! Wir wollen unser Trainingsrückstand natürlich auch wieder aufholen. Das ist natürlich nochmal die zusätzliche Aufgabe, die wir jetzt haben. Die wir auch benutzen. Nein, hier machen wir diesen. Die wir jetzt die Zeit, die wir nutzen, tuten müssen, damit wir hätten, ne? Damit wir auch nicht immer hier, wenn wir da abkacken, wir wollen nicht mehr verlieren, ne? Wir sacken jetzt immer schön unsere Punkte ein, das ist das Allerwichtigste. Das ist unser gestecktes Dingen, dass wir keine Punkte mehr verlieren. Dadurch, dass wir irgendwelche dämlichen Kämpfe machen, die wir auf solche dumme Art und Weise verlieren und dafür eben keine Punkte einsammeln, ne? Das ist das große Problem. Und das wollen wir nicht. Nein. Ausdauer kriegen wir doch eigentlich mehr. Sehe ich irgendwie nichts von. So, dann hier. Was da? Hallo. Nicht so übermütig da, ja. Ich wollte gerne aufhören. So. Kannst du pumpen oder dingsen? Pumpen. Erstmal. Ja. Wir seien so glücklich. Ja, immer schön pumpen. Wir haben es geschafft, dass die Elf nicht runterfällt. Das ist ja schon mal was. So. Ich habe gar nicht aufgepasst, ne? War der Roy, ist der gestorben? Weil in meinem ersten Dings, also in meinem ersten Durchgang, ist er nämlich gestorben, ne? Das ist ja diese Rocky 4 Geschichte, nehme ich mal an, ne? So, ich habe noch 3 Tage verliebt sein. Wenn man das immer so machen könnte, ne? Ey, wir haben so viel Pizza, ne? Komm, es ist Pizza, ey. Scheiß drauf. So, ab in den Keller mit dir, du. Loser. Du verdammter, du. So. Habe ich es dir gegeben? Du Sack. Geh mal hier dran. Ich glaube, das war zuletzt, oder? Ne, das haben wir gut gemacht. Und dann können wir hier dran und dann können wir da dran und dann können wir da dran und dann können wir hier dran und dann können wir da dran und dann können wir so immer im Kreis machen. Habe ich sowieso morgen wieder vergessen. Beziehungsweise gleich. In 7 Minuten spätestens. So. Immer schön durchziehen, ja. Immer schön durchziehen. Nicht locker lassen. Nicht locker lassen. Gut, machst du das. Ja, schön pullen. Und hüpfi. Wie früher in der Grundschule. In der Grundschule, du, da habe ich aber auch Seilchen gesprungen. Ja. Und Hula Hoop. Mussten wir alles machen. Wir wurden gezwungen damals. Ist so. Ja, ich habe die Farbe auch ein bisschen runtergedreht, ne? Habt ihr gemerkt vielleicht? Es ist jetzt authentisch. Habe ich hier eine Palme? Ja, hier. Nee, habe ich nicht. Alles wunderbar, gut. Und das Gute, wunderbar. Dieses Gerät habe ich ausgelassen. Habe ich extra gemacht? Ja, glaube ich schon. Kommst du hier, mein Freund, ein Kupferstecher? Ich wollte gerne gucken. Haben wir denn schon einen Tag rum? Können wir jetzt schon wieder loslegen? Aber wir haben jetzt 12 Geschicklichkeit. Oh, der Schwede, komm hier. Ja.
12 gechick ist gut, aber eigentlich muss das auf 12 und das auf weniger. Eigentlich. Eigentlich, ich wollte hier hin, ich wollte Harry begrüßen. Den habe ich schon einen Tag nicht gesehen, ne? So, dann werden wir jetzt was essen und so weiter und so fort und dann werden wir hier loskämpfen. Und dann werden wir das Bruce fertig machen. Ich glaube nicht. I don't think so. Nicht so wirklich, komm, zwei reichen, glaube ich. Ach, ich habe ja gar keinen Energy. Komm hier, Energy, zack, rein. Soll der Geiz da? Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Perfetto. Komm hier, Baby, jetzt gebe ich dir auf die Glocke. Tudum. Kämpfe! Ja, das war mal in einem Film, ne? Wisst ihr? Dieses Kämpfe, Kämpfe. Deswegen sage ich das immer, ne? Klar, drück mir erstmal eine 30er-Kombo. Was ist eigentlich los mit dir? Hast du einen an der Waffel oder was? Was ist da los? Alter Schwede. Ich hasse es, ne? Wenn er da steht und sich nicht wehrt. Kann ich nicht leiden. Wehr dich. Zack. Dafür brauche ich eine Pause, weißt du? So, Klausi. Dir geht's ans Leder, du. Ans Klausleder. Na? Na? Nu? Wie spät haben wir eigentlich? Oh. Schon 12.73 Uhr. Ne, 63. Schon 12.63 Uhr? Ne, 12.73 Uhr. War schon 12.63 Uhr. So heißt es. Komm so rein, ich komme nicht raus. Ja, ich liebe es. Es tut mir leid. Aber ich liebe es. Nimm den Preis. Ja, habe ich denn eine Waffel oder was? Kämpfe hier. Komm, das alte Milchgesicht. Das schießen wir jetzt aus der Welt hier. Los. Gib alles. Was ist denn da? Warum kriege ich immer Schaden? Ich verstehe es nicht. Guck, da geht kein Ding an noch nicht mal, ne? Da, wenn der Schaden kriegt, muss da oben was aufleuchten, welcher Skill das ist. Diesen Skill gibt es aber nicht. Hat der irgendwie so einen passiven? Oder ist das einfach nur ein Bug? Das wundere ich mich, weil diese Leute hier, die hatte ich alle nicht in meinem ersten Dings. Ich hatte ja diesen anderen Weg. Ist der einfacher? Ne? Von den Gegnern her, meine ich. Kann ich mir nicht vorstellen, doch. Wir haben so wenig Leben jetzt noch, ne? Ich glaube fast, wir werden hier diesen Kollegen nicht schaffen. Diese alte Ballerina hier, Kickdropper. Oh Mama, wir werden auf das Schnauze kriechen. Gegen den können wir 99 Runden, das sehe ich jetzt erst. Also nach 99 Runden werden wir nach Punkten siegen. Tom jetzt. So, wir kriegen 15, wir kriegen 25 hätten wir dann. Das reicht uns nicht, aber 26, wenn wir diesen einen umhauen, dann könnten das könnte es reichen, ne? Das ist gut, wir können uns also nochmal einen Skill besorgen, indem wir diesen Gymnastik-Freak da umklatschen. So, wir sind bei 18 Minuten, ne? Das ist normal. Okay, hier, nimm den Preis, zack, ab nach Hause. Ja, haben wir gut gemacht. Wundergut, jetzt haben wir 23 Punkte. Jetzt gehen wir bei Stadtkarte, gehen wir hier bei, wie heißt es, Gymnasium. Und machen einen kleinen Klatschibummi. Wir haben 149 Punkte, ich weiß nicht, wo die auf einmal herkommen. Ne? Hätten wir auch gerade gut gebrauchen können. Aber das ist ja nicht der, das ist ja, das gilt ja nicht, ne? Der, diesen hier. Ach, der, das ist unser, ne? Das ist unser hier, der irgendwas macht, oder? So, wir haben nämlich jetzt 26 Punkte. Wir können uns einen Ausweichen kaufen. Nein, wir können uns keinen Ausweichen kaufen. Wir können uns aber einen Schildkrötenweg kaufen. Den können wir jetzt nämlich freischalten. Und dann können wir noch gut geblockt kaufen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffe erfolgreich abwehrst, erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Vielen Dank für die Blumen. Wir haben den Fleischausschild freigeschaltet, das ist doch wunderschön. Jetzt kaufen wir uns das noch und dann kaufen wir uns das noch. Den werden wir nicht brauchen hier, ne, oder? Der macht Schaden. Verursacht moderaten, ach, das ist eine Kopfnuss wegen Dings und so. Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner ausweicht oder blockt um 25%. Das ist auch nicht schlecht. So ein schöner Defensiver noch, aber der kostet so viel Energie, ne? Und den werde ich ja natürlich besorgen uns. Also das ist ja ein Gerät, du. Also jetzt wollen wir jetzt können wir richtig loslegen. Jetzt geben wir Gummi, du. Wenn wir die zwei Sachen haben. Eine. Zwei. Ich bin schon wieder vergesslich. Ich habe schon wieder alles vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Tut mir so leid. Nein. Aber wisst ihr, was ich meine, ne? Wir räumen jetzt richtig auf, wenn wir diese Sachen haben. Dann gibt's auf der Fratze. Das kann ich euch versprechen. Glaube ich. Einen Tag haben wir sie noch verliebt. Die Kleine. Braucht nicht viel. Du verbrauchst wenig Energie beim Training und ein Essen. Ach so, das ist wegen Energie und Essen nur. Na, das wäre ja auch nicht so wild gewesen. Aber ist okay, ne? Ist okay. Dein Vorteil soll man ruhig nutzen, ne? Wenn man ihn bekommen tut. Wenn er sich ethisch vereinbaren lässt. Wie komme ich jetzt auf sowas, ne? Ich weiß auch nicht. Das Wichtigste ist halt im Leben wirklich, dass man immer noch gucken kann. Naja, da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Vielleicht. So, hier, gib ihm. Springen wir Seilchen ein wenig. Haben wir noch keinen Hunger, das ist gut. Wir können trainieren wie ein Weltmeister. Das ist schon mal herrlich. Ja, ehrlich. So, dann hauen wir hier nochmal drauf, damit wir noch so ein paar Dinge bekommen dafürs Trainieren. Wir haben schon Schluss, ne? Wisst ihr ja. So, Tag ist vorbei. Die Folge auch, würde ich sagen. Und das machen wir jetzt noch eben hier fertig. Und dann machen wir Pause. So. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Hoffe ich. Wenn ihr dabei seid, würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin, macht das gut. Ciao, ciao.